Im 16. Jahrhundert dominiert im ländlichen Raum natürlich die landwirtschaftliche Produktion, allerdings in einer etwas anderen Form, als wir das heute gewohnt sind. Es war diese typische Mischwirtschaft aus Getreidebau und den Getreidebau ergänzender Viehwirtschaft. Weite Flächen wurden als Äcker bewirtschaftet, und zwar in klassischen Systemen, oft noch in Fruchtwechselwirtschaft. Das heißt, dass das eine Feld mit Sommergetreide, das andere mit Wintergetreide angebaut wurde, während das dritte brach lag. Und dieser Kreislauf schob sich dann Jahr für Jahr um ein Feld voran. Dadurch sollte das Auslaugen des Bodens verhindert werden. Weite Teile der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen waren Gemeindeland. Sie wurden also von der jeweiligen Ortsgemeinde gemeinsam bewirtschaftet, was natürlich einen erheblichen Druck auf die einzelnen Produzenten ausübte. Ein Ausscheren, was die Produktionsbedingungen und das angebaute Gut anlangte, war so gut wie unmöglich. Wir müssen allerdings berechnen, dass dann eine Klimakatastrophe eintritt, dass die klimatischen Verhältnisse im 16., 17. Jahrhundert dramatisch schlechter werden. Die Winter werden länger, feuchter, die Sommer werden kühler. Das heißt, dass der Getreideanbau in bestimmten Regionen nicht mehr möglich wird und nach zugunsten der Viehwirtschaft zurückgenommen wird. In diesem Zusammenhang kommt dann im 17. Jahrhundert auch die Fettkäserei im Vorarlberg auf, importiert durch Appenzeller Sennern, die man sozusagen als Entwicklungshelfer ins Land geholt hat und deren Nachkommen noch heute hier schon quasi als ureingesessene Geschlechter leben. Landwirtschaft ist also auch nicht statisch, sondern sie muss sich verändern, sie muss sich anpassen, sie muss sich den veränderten Umweltbedingungen entsprechend verändern. Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, dann ist es auch ein ständiger Kampf mit sich wandelnden Rahmenbedingungen, die Leute auf immer neue Proben stellten. Daneben gibt es gewerbliche Produktion, vornehmlich in den Städten konzentriert, aber dann auch im Umland schon angesiedelt, was zu einer heftigen Konkurrenzsituation führte und dann vom 17. Jahrhundert an auch zur Einrichtung von Zünften, die in erster Linie dazu dienten, die Qualitätsstandards der Ausbildung und damit auch der handwerklichen Produktion zu sichern. Auch ein Schritt hinein in die Moderne, bis dann eben diese engen Zunftschranken im 19. Jahrhundert aufgehoben wurden. Vorarlberg ist ein Realteilungsland, das heißt, das Erbrecht sah vor, dass alle Kinder Realien, die den Eltern gehört haben, erben konnten. Das führte zu einer gewissen Güterzersplitterung. Die Einheiten, die übrig blieben, waren vielfach zu klein, um einer Familie aus der landwirtschaftlichen Produktion den Unterhalt zu sichern. Es war daher auf der einen Seite Saisonarbeit, saisonale Wanderung erforderlich, auf der anderen Seite auch außerbäuerlicher Nebenerwerb, der vor Ort betrieben wurde. Hier setzt dann textile Heimarbeit ein. Mit dem Aufkommen der Baumwolle sind es Schweizer Unternehmer, die Hunderte, ja Tausende Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter in Vorarlberg beschäftigen. Das Rohmaterial wird angeliefert und die Halbfertigprodukte dann wieder ausgeführt und auf den Markt gebracht. Hier liegt die Grundlage für die Textilindustrie des 19. Jahrhunderts. Aus dieser Heimindustrie wird dann in weiterer Folge von etwa 1815, 16 an die Fabriksindustrie im modernen Sinn des Wortes.